NLP Brainpower, der wöchentliche Podcast der Brain Vitamins. Hallo! Wie gut geht's dir? Sehr gut. Sehr schön. Gut in die neue Woche gestartet? Ja, immer. Früh mit Lachen. Früh mit Lachen gestartet? Ja, wobei das mit dem Lachen, finde ich, ist manchmal ein bisschen übertrieben. Jetzt aber. Das ist gut, dass du das erwähnst. Ja. Jetzt wird's ernst. Ja, weil gerade nach der letzten Folge, die wir gemacht haben, wo ich auch gesagt habe, dass es wichtig ist, zu lachen und du das dann noch bestätigt hast, ich will mit Lachen an Stellen, wo es nichts zu lachen gibt, hatte ich gerade kürzlich ein Gespräch, wo dann jemand gesagt hat, ja, das Lachen allein löst ja das Problem nicht. Und einfach nur zu lachen und dann so zu tun, wie wenn es nicht da wäre, ist jetzt auch keine Lösung. Und natürlich könnte man sagen, ja, das stimmt, eine Lösung ist in der Regel flüssig und gleichzeitig... In der Apotheke oder so, sind die Lösungen... Das ist der einzige Ort, wo Alkohol eine Lösung ist. Das ist witzig. Reinigungsbenzin. Und dass es darum geht, eben alle Gefühle zu fühlen und nicht irgendwie Trauer oder Schmerz oder Angst oder was es sonst noch für Gefühle gibt, die man jetzt als negativ bewerten könnte, einfach so wegzudrücken. Und mir ist da die Geschichte von diesem Freund von mir in den Sinn gekommen, der, es ist schon ein paar Jahre zurück, der war verheiratet, hatte 4 Kinder und dann hat sich seine Frau von ihm getrennt. Und er war da, also es ging ihm wirklich schlecht eine Weile und ich habe ihn auch eine Weile nicht gesehen und dann haben wir uns wieder getroffen und dann erzählt er mir, dass er jetzt Comedian sei. Und der ist richtig lustig und ich meine, wir haben zusammen studiert und ja, wir haben Theologie studiert, das war jetzt eher ein bisschen weniger lustig. Kommt drauf an, was man damit macht. Je nachdem. Und dann habe ich ihn dann so eines Abends, nach dem Abendessen, habe ich ihn gefragt, wie er denn jetzt zum Comedian geworden ist. Und zwar zu einem richtig erfolgreichen. Und dann hat er mir erzählt, dass er eines Abends zu Hause war und es ging ihm eben überhaupt nicht gut. Und dann hatte der so ein kleines Büchlein, das er so in seine Hemdtasche stecken konnte und das hatte er immer dabei. Und da hat er manchmal seine Gedanken reingeschrieben. Und dann hatte er abends das Büchlein vor sich und da kam ihm wieder so ein ganz intelligenter Gedanke und er hat den Gedanken da aufgeschrieben. Und den genauen Wortlaut weiß ich nicht mehr, es war etwas in der Art, das Leben ist so tragisch, dass die einzig logische Konsequenz des menschlichen Daseins wäre, sich umzubringen. Oh. Er hat es da reingeschrieben. Das waren seine Gedanken. Das waren seine Gedanken. Er hat da reingeschrieben und dann hat er sich irgendwie zurückgelehnt, weiß nicht, noch einen Schluck Wasser getrunken, beugt sich wieder nach vorne und liest, was er da geschrieben hat. Und dann musste er lachen, weil es war so absurd. Und irgendwie so doof. Und er hat gemerkt, das Lachen hat ihm gut getan. Und dann hat er, und den Punkt finde ich entscheidend, er hat eine Entscheidung getroffen. An dem Abend, dass er nicht zu Bett geht abends, bevor er nicht 5 Dinge gefunden hat, irgendwo in seinem Alltag, 5 Situationen, 5 irgendetwas, das ihn zum Lachen bringt. Und er hat angefangen, die Dinge aufzuschreiben. Und aus dem hat er seinen ersten Sketch gemacht, irgendwann später. Weil ich finde, die Story ist, gerade auch aus NLP-Sicht, wo lege ich den Fokus drauf? Ich finde die so spannend, weil dadurch, dass er angefangen hat, die witzigen Situationen in seinem Alltag zu suchen, hat er ja nicht aufgehört zu fühlen, was er gefühlt hat. Er hat einfach seinen Filter neu ausgelegt und hat dadurch immer mehr komische Situationen gesehen.
Und dann hat er da, gab es irgend so eine Open-Mic-Session, da ist er hingegangen, hat das vorgetragen. Und dann hat ihn jemand angesprochen, dass es da einen Wettbewerb gäbe. Da hat er mitgemacht, hat den ersten Preis gewonnen und hat ein Coaching für Stand-Up-Comedians gewonnen. Und heute ist er in seiner Region, ist er richtig bekannt und der macht das richtig gut. Und vor allem geht es ihm um ein Vielfaches besser, weil er seinen Filter dadurch, dass er auch in der, ich glaube, in seinem Leben in der schwierigsten Zeit einerseits eine Entscheidung für sich getroffen hat und dann andererseits einfach seinen Filter neu ausgerichtet hat. Einen Weg gefunden hat, nicht wie er das andere nicht fühlt, sondern dass er aus dieser Dauerschleife rausgekommen ist. Ich finde den super spannend. Ja. Schöne Geschichte. Mhm. Ich merk eben, wo du das jetzt so erzählt hast, es ist der Musterunterbrecher. Wir nennen das Separator. Ja. So ein gut gesetzter Separator, und wenn es noch ein Lach-Separator ist, sowieso, stellen wir auch in unseren Seminaren ja immer wieder fest, kann wegweisend sein. Es kann ein wortwörtlicher Game-Changer sein. Der Game-Changer, der kommt nicht von ungefähr. Weil es ist ganz häufig dieses, ich sage jetzt mal, aus der Hecke Mini-Trauma ihm positiv, überraschend irgendwo eine Erkenntnis in diesem Fall quasi. Und das ist, wenn du es so beschreibst, ist quasi dieses Zurücklehnen quasi, das Unterbewusstsein dissoziiert sich für einen Augenblick. Das ist eine Schlüsselstelle, die wir bei Veränderung immer wieder erkennen. Kurz sich zu dissoziieren, wieder hin zu überprüfen, was habe ich da gerade gemacht, gedacht, getan, was auch immer. Und jetzt sehe ich das aus einer neuen Perspektive nochmals und merke, fuck, das kann ja gar nicht sein. Habe ich das geschrieben? Echt jetzt? Und jetzt kommt das Lachen ins Spiel. Und das Lachen beziehungsweise dieser Musterunterbrecher ist ja das Problem, was vorher ein Problem war, ist ja noch nicht gelöst damit. Da bin ich absolut bei dir. Es ist nicht einfach nur so, ich mag zwar den Spruch, mit jedem Lachen stirbt ein Problem, und ich glaube, es ist nicht die Lösung des Problems, sondern ich glaube, es ist der Startpunkt der Problembewältigung, beziehungsweise, das ist auch ein komisches Wort, sondern von der Lösungsfindung. Dass es auch leicht gehen kann aus dieser Energie raus. Und ja, weil der Musterunterbrecher, wenn wir das jetzt rein neurologisch sehen, egal ob ich bei mir selber Musterunterbrecher mache, wie es jetzt dein Freund da gemacht hat, oder ob ich es von außen als Coach oder wo an der richtigen Stelle, deshalb sage ich immer, Timing ist das, was wir lernen möchten. Am besten das Timing rauszufinden, wo darf ich Musterunterbrecher machen. Das hilft dir, wir nennen das die Tafel weiß zu wischen, quasi die Vorstellung, das Abbild, quasi die komplexe Abfolge von Repräsentationssystemen, dass du da draußen wieder mal das Fachwort richtig einsetzen kannst. Die Strategie, dass die kurz durchbrochen wird. Die Tafel wird weiß, die Neuronen sind quasi, die feuern gerade gegen die Schädeldecke, weil sie keinen Anschluss finden, weil es gerade alles sich neu sortiert in dem kurzen Moment. Und auf diesem neuen Papier kann ich jetzt anfangen, neu zu bewerten, neu zu malen. Und das ist genau das, was die Veränderung dann einleitet. Es gibt immer noch eine Strecke zu tun, da bin ich absolut bei dir. Es ist noch nicht mit dem Lachen getan. Und es kann ganz häufig wirklich lebensverändernd sein, wenn das Lachen an der richtigen Stelle kommt. Und auf jeden Fall, wenn schon mal was Schlimmes passiert, wenn irgendwas in die Hosen geht, was auch immer, wenn irgendwo auch umso heftiger die Situation, umso heftiger der Schock. Und manchmal ist es sogar die Lösung auch. Wenn ich jetzt gerade irgendwas mache, was total peinlich wäre, oder ich falle irgendwie um vor anderen Menschen und dann bin ich jetzt traurig oder ärgerlich drüber und muss in dem Moment über mich selber lachen, weil ich gerade umgefallen bin, dann muss ich mich nicht mehr schämen oder was auch immer ich glaube zu müssen, wenn ich umfalle. Und damit wäre das Problem schon gelöst. Es ist nicht in jedem Fall gelöst, da bin ich auch dabei. Es wäre nicht
in diesem Fall... Nur es Fall, ist dann so gar kein Problem. Ja, in dem Fall, wie du es gerade beschreibst, würde keins entstehen. Oder mit dem Müsli, mit der Müslipackung, die wir kürzlich hatten. In dem Fall, wie du es gerade beschrieben hast, würde gar kein Problem entstehen. Weil umfallen würde nicht bedeuten, oh, jetzt habe ich wieder eine Situation, wo mich andere angucken und ich mich schämen müsste, sondern es wäre unterbrochen mit dem Lachen. Ja. Und dementsprechend würde gar kein Problem entstehen, sondern es wäre halt... Missgeschick oder wie auch immer das man nennen würde, es wäre irgendwas passiert und jetzt wäre es kombiniert mit ha, das ist ja cool. Das ist ja gar nicht schlimm. Ist ja cool, von daher würde keine negative Schleife entstehen. Ich wollte eh mal den Boden aus der Nähe sehen. Ich wollte die Perspektive mal von unten sehen. Ja. Das wäre quasi dann andere Techniken, die wir im NLP vermitteln, wie Reframings und so weiter, wo wir dem Gehirn gleich was anhängen können, damit es weiter beschäftigt bleibt und eine neue Strategie daraus bildet. Und da gibt es so viele tolle Tools. Schöne Geschichte. Schöne Geschichte, ich mag sie. Ich glaube, der andere Aspekt ist auch noch, dass manche Menschen das Gefühl hätten, man lacht drüber. Man lacht über was, was nicht witzig ist. Das muss doch jetzt ernst sein, das ist wirklich ein Problem. Und es geht ja nicht darum, dass ich drüber lache oder mich darüber lustig mache oder irgendwie. Ja. Weil das ist auch einer... den ich oft entdecke bei Menschen. Dass sie sagen, ja, man dürfe jetzt darüber, es ist nicht lustig, hör auf zu lachen. So, solche Dinge hätte ich auch schon gehört früher. Und das ist, glaube ich, auch ein Aspekt, wo es geht ja nicht darum, jemanden auszulachen oder das ins Lächerliche zu ziehen, sondern es geht darum, die Abwärtsspirale oder die Negativspirale zu unterbrechen und da wieder rauszukommen. Ja, und es ist natürlich schon, die Podcast-Hörer, die wissen das und unsere Seminarteilnehmer sowieso. Es geht ja nicht darum, über andere zu lachen in dem Fall, sondern es geht darum, wenn du für dich gerade ein Problem hast oder ein Problem definierst, dass du an den Stellen lachst. Ja, und auch nicht unbedingt über das Problem. Und bei vielen und den meisten ist es schon so, dass sie in ihrem Kopf ja die Bewertung geben, wenn ihnen was passiert, dass das ein Problem wäre. Mhm. Es ist ja selten so, dass Menschen sich wirklich über andere dann riesige Gedanken machen. Ja, das stimmt. So von da, also gibt es schon auch. Und in den meisten Fällen drehen sich die Probleme schon um denjenigen Menschen, der da dabei ist. Für die anderen haben sie viel Verständnis. Ja, mindestens so rum, ja. Mhm. Mhm. Ja. Sind wir schon wieder so früh fertig? Komm, wir tun noch so, als hätten wir noch 2 Minuten. Du meinst, wir täuschen Fleiß vor. Das wäre mal was. Das wäre mal was. Ja, worum geht's also? Es geht darum, dass du wieder fühlen lernst. Ja. Und überhaupt mal wahrnimmst, wo würde dein Gehirn hergehen und schlechte Gefühle produzieren oder etwas als schlecht bewerten und wo würden vielleicht auch Gedanken oder Texte für diejenigen, die Tagebuch schreiben, durchaus auch mal gucken. Mhm. Wenn Tagebuch so geschrieben würde, als nicht, ich sage nicht Dankbarkeitstagebuch, sondern quasi Erlebnisse vom Tag, würdest du in diesen Formulierungen vermutlich ganz viele Hinweise finden, über was glaubst du über Leben allgemein und wie verarbeitet dein Gehirn im Moment die Informationen, die es von draußen kriegt. Also es sagt wahrscheinlich sehr vieles über deinen Filter aus. Ja, und welche Erlebnisse würdest du überhaupt aufschreiben? Ja. Sind es dann die, die dir ein gutes Gefühl geben, wie bei diesem Freund von mir, der sich dann die witzigen Dinge aufgeschrieben hat? Ja. Oder sind es eher die schwermütigen... Was alles Schlimmes passiert. Was alles nicht Seite. Funktioniert hat. Ja. So à la Gratis-Tageszeitung. Ja. Ja, das stimmt. Ja. Also von daher, und dein Freund hat ja damals offensichtlich auch nicht so gestartet. Also nein, es überhaupt nicht. Es ist überhaupt nicht Schlimmes, wenn du bisher vielleicht, ich nenne jetzt mal Tagebuch geführt hättest. Mhm. Oder notfalls einfach den Tag nochmals Revue passieren lassen hättest, so quasi in deinem Kopf nochmals überprüfen, was alles scheiße war oder auch aufgeschrieben hättest, was nicht so toll war, so kann sie auch mal starten. Die Erkenntnisse daraus, wenn du das vielleicht noch ein letztes Mal kurz durchliest und überprüfst, ist es so positiv, wie du es haben möchtest?
Wenn die Antwort ist nein, dann darfst du einen neuen Bezug, einen neuen Filter dazu finden. Und das ist ja überhaupt nicht schlimm, wenn die Antwort nein ist. Nein. Weil ich glaube, bei vielen ist es so, dass sie sich eine Vorstellung machen, wie es sein sollte. Ja. Und dann merken, sie sind gerade nicht da oder im Moment fühlen sie es gerade nicht so. Ja. Und sich dann deswegen, es ist eigentlich ein totales Paradox, sich gerade deswegen noch schlechter fühlen. Und im Grunde genommen ist ja jeder Punkt, also wie jetzt bei meinem Freund, ich würde sagen, das war ein absoluter Tiefpunkt. Ja. Auch das kann ein super guter Anfangspunkt sein, egal wo du jetzt gerade stehst oder sitzt oder liegst. Im Freibad. Es ist im Moment der beste Zeitpunkt. Ja. Es spielt keine Rolle, wo du gerade bist. An welchem Punkt in deinem Leben. Es kann theoretisch richtig, richtig unten sein und es kann theoretisch richtig, richtig oben sein. Mhm. Und da ist ja schon ein bisschen die Vorannahme. Schau, ich erinnere mich damals, es gab eine Zeit in meinem Leben, in meinen wirklich jungen Jahren oder jungen Erwachsenenjahren, wo ich in der Klinik habe sein müssen, dürfen, wollen, möchten, keine Ahnung. Es war nicht so witzig. Und ich habe damals gedacht, ich wäre die ärmste Sau auf diesem Planeten. Ich habe das wirklich geglaubt, weil so hat es sich für mich angefühlt. Dann habe ich in Gesprächen mit anderen Leuten, die da waren, gemerkt... Oh, da gibt es noch andere. Da gibt es andere. Schlimmer geht es immer. Es ist auch ein Belisse. Es gibt immer noch jemand, dem es nicht oder dem es schlechter geht als dir, und es gibt immer jemand, dem es besser geht als dir. Die Frage ist, zu welchen der beiden möchtest du gehören? In welche Richtung möchtest du gucken? Mhm. Möchtest du lieber dich fokussieren auf diejenigen, denen es besser geht und die als Inspiration nutzen für, oh cool, ich möchte mehr darüber wissen? Mhm. Beziehungsweise bist du ehrlich genug mit dir selber, dass du dich hinsetzen kannst, in den Spiegel gucken kannst und sagen kannst, das bin ich. Ich habe mein Bestes gegeben, so bin ich heute, so geht es mir jetzt gerade wirklich ehrlich. Und jetzt ist die einzige Frage erst, magst du dich dafür entscheiden, in diesem Moment, dass es in ein paar Minuten von jetzt, in ein paar Stunden, morgens, mir ein bisschen besser geht als jetzt gerade eben. Und wenn du dir erlaubst wieder, den Rest deines Lebens, dass jeder Tag, jeder Moment, den du bewusst wahrnimmst, so übst, weil ich glaube, es ist eine Übungssache, dass du dir erlaubst, dass in jedem einzelnen Moment du überprüfst und ehrlich hinguckst und hinfühlst, wie geht's dir gerade, und daraus eine Entscheidung triffst, ich mache es jetzt, egal wo ich gerade bin, ein bisschen besser als gerade vorher. Jetzt trainierst du dein Gehirn darauf, dass aus jeder Situation, egal wo du stehst, es immer ein bisschen nach oben geht. Mhm. Und weil dein Gehirn eine Automatisierungsmaschine ist, die Dinge automatisiert, brauchst du das ein bisschen zu üben, und irgendwann, egal was passiert, wird es so weit kommen, dass dein Gehirn sagt, ah, das kann ich abnehmen, da mache ich einfach ein bisschen besser draus. Und jetzt gibt es eine positive, eine Engelsspirale. Verstehst du? Und dann, wenn schon vergleichen, dann lieber mit, wie viel besser ist es noch als gestern bei mir selber. Ja, ja. Wenn dann überhaupt ein Vergleich notwendig ist. Ja, würde ich auch sagen. Cool. Wow, jetzt haben wir noch eine richtig, richtig krasse Schlaufe dazu. Ja, hätte man nicht gedacht bei uns gegen Beispiel sortieren. Ne? Ihr Lieben. Bis nächste Woche. Tschüss. Das war der NLP Brainpower Podcast. Alle Rechte dieser Produktion liegen ausschließlich bei der Brain Vitamins GmbH. Weitere Seminarinformationen finden Sie unter www.brain-vitamins.ch.